Hui! Und damit herzlich willkommen im Frühling. Mir ist wurscht, was der Kalender sagt. Für mich ist jetzt Frühling. So. Okay. Ich ziehe mich jetzt mal zurück. Viel Spaß mit dem Video. Mit dem Brenner ist ganz, ganz seltsam. Wenn ich was draufstelle, geht er aus. Als ich ihn das erste Mal ausprobiert habe, hatte ich keinen Topf drauf. Und da hat er gebrannt wie... Ich habe gedacht, der Balkon fackelt mir ab. Als ich ihn jetzt das zweite Mal angemacht habe, habe ich einen Topf drauf. Und dann ging er ein bisschen runter, hat aber gebrannt. Da waren aber Streichhölzer drin. Heute habe ich ihn mit dem Mischmetallstab angemacht und es war also nichts drin als Flüssigbrennstoff und ein Topf drauf. Er ging andauernd aus. Dann habe ich jetzt einfach mal Blätter rein, weil das ja der einzige Unterschied zum letzten Mal war, wo er funktioniert hat. Und jetzt geht er. Es muss irgendwas Festes rein, das irgendwie als Docht agiert. Keine Ahnung wieso, aber es funktioniert. Gut. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Brenner. Die Anleitung blende ich mal unten ein von Tripsy, von dem Kanal Bushcraft Feeling. Er hat einen aus einer anderen Dose gemacht, aus einer 033er. Das funktioniert wohl besser. Ich bin jetzt mit dem auch ganz zufrieden. Ich hatte die Dose halt rumliegen und hab's halt mal gemacht. Es war kein Pfand drauf, also hatte ich nichts zu verlieren. Ich denke, den werde ich so weiter nutzen. Es gibt ein kleines Update zu der Kette. Und zwar braucht man dafür nur einen trockenen, dünnen Stock, einen kleinen Ast. An dem suche ich mir mal eine stabile Stelle. Am besten aus der Mitte. So. Da die Enden manchmal etwas von der Witterung angegriffen sind. Hier haben wir jetzt ein schönes, stabiles Stöckchen. Wichtig ist, es muss ein hartes Holz sein, da es sehr dünn wird. Das hier ist noch viel zu dick, das sind jetzt 5 mm, vielleicht 4,5. Und das soll noch etwas dünner werden, vielleicht 3 mm. Und zwar zeige ich euch, worum es geht, wenn ich die Kette an- oder ausziehe. Ne? Ist das immer so eine Sache. Ich habe sie möglichst knapp gemacht. Ich mag es nicht, wenn die Kette so weit unten hängt. Und ich mag jetzt heute eine Verbindung basteln, schnitzen, mit der ich die Kette zumachen kann. Dazu mache ich einmal oben den Knoten auf. So. Und jetzt geht es erstmal ans Schnitzen. Natürlich wieder ein scharfes Messer. Und wir machen erstmal die Rinde ab und machen das Ganze schön rund. Einfach ein kleiner Pin, der in der Mitte dicker ist als an den Enden.
Denn an der Mitte wird gleich ein Schwachpunkt entstehen. Und zwar kommt da eine Kerbe rein. Die mache ich hier mal mit meinem Wellenschliff. Man kann sie natürlich auch in einer V-Kerbe einschnitzen. Und hier sieht man jetzt, warum es ein hartes Holz sein sollte. Das ist natürlich die perfekte Sollbruchstelle. Es soll ja aber halten. Einfach nur eine Kerbe. Das ist im Prinzip schon alles. Jetzt kommt die Kette zum Einsatz. Die kann jetzt um einiges gekürzt werden. Die schneide ich mal hier durch und mache einen Knoten rein. Und jetzt wird hier nochmal ein Knoten reingemacht, ganz eng in die Kerbe hinein, eine Schlaufe. Nochmal einen Sicherungsknoten auf die andere Seite. Jetzt sitzt hier ein Knoten in der Kerbe drin und der Pin kann nicht mehr rausrutschen. Auf die andere Seite kommt jetzt eine Schlaufe, die maximal so groß ist wie der Pin lang. Ich mache sie etwas größer, aber nur etwas, für den Knoten. Nehme einfach hier die Schlaufe und mache dann mit der Schlaufe den Knoten. Hey, das hat jetzt leider etwas länger gedauert als erwartet. Meine Brennnesselschnur ist etwas zu kurz geworden. Da habe ich mir hier schnell aus trockenen Grashalmen, eine neue Schnur gedreht. Habe die Befestigung eingebunden und es hält. Ich bin sehr zufrieden. So. Der Anhänger, die Schlaufe und das Stück durch und hält. Hiervon werde ich gleich noch eins schnitzen für die Kette, die ich bald verlosen werde. Ich muss immer gucken, dass die Schrift richtig rum ist. Einmal durch und hält. Viel besser.
Das war das erste Mal, dass ich das Plush Palatka aufbaute, das ich bei Tripsi vom Kanal Bushcraft Feeling zur 100 Abonnenten Challenge gewann. Vielen Dank nochmal, Tripsi. Und ab sofort kann ich auch wieder die Hängematte aufhängen. Dieses Wochenende soll es leider wieder etwas bewölkt werden, zumindest bei mir. Ich wünsche euch trotzdem allen ein schönes sonniges Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Alle Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung.